So, ein wunderschön. Ja, neue Runde, neues Glück. Ja, Bullet gelaufen. Das mit dem Doom-Sigil wird wohl noch ein Weilchen dauern. Weil, ja, es gab keines Update seitens der Produktionsfirma, sage ich jetzt mal. Also, Parrish und Carmack. Quatsch, und Romero. Ja, da gibt es wohl Probleme. Wird also noch eine Weile dauern. Oh, das Problem ist, die Free-Version, die ich mit euch spielen möchte, kommt ja dann nochmal danach. Weil erstmal soll dann die das Ganze bekommen, die diese Box bestellt haben. Wird also noch ein bisschen dauern. Nichtsdestotrotz hat sich bei mir einiges geändert. Erstens, es kam jetzt noch ein Server dazu. Der Server, den wir jetzt auch spielen werden. Ja, Ethereal, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und zusätzlich habe ich auf all meinen Servern jetzt IRQ-Chat installiert. Heißt also, man kann jetzt auch über IRQ chatten. Jo, das erstmal dazu. Wir werden jetzt jo, erstmal spielen. Und let's play. Zu dem Server. Wie gesagt, neu. Der hat auch keinen anderen ersetzt, sondern kam komplett neu dazu. Also ersetzt in dem Sinne, dass er jetzt auf Port 30.001 läuft, wo früher der Mind-Clone-Server lief. Der ist aber nicht weg, sondern ist einfach nur auf einen anderen Port verschoben. Der läuft nämlich jetzt auf Port 30.004. Und wie gesagt, auf dem Port läuft nämlich jetzt der neue Server, wo wir natürlich auch gleich spielen wollen. Sollte funktionieren. Ich war noch nicht on. Wieso war ich noch nicht on? Naja, wird es uns gleich eine ganz frische Installation quasi. Ja, der Server ist quasi inhaltlich komplett gleich mit dem Vanilla-Server. Hat allerdings drei zusätzliche Mods. Die erste Mod werden wir jetzt gleich sofort sehen, weil sie sticht ins Auge. Das ist nämlich die Mod, die dem Server auch seinen Namen gibt. Tada! Ethereal. Yay! Genau. Also praktisch einmal eine Mod, die praktisch den Map-Gen verändert. In dem Sinne, dass viele neue Biome dazugekommen sind, viele neue Baumarten, viele, viele Sachen. Das ist die erste Mod. Die zweite Mod, die fügt neue Sachen hinzu, die man anbauen kann und ernten kann. Das ist die sogenannte Farming-Widow-Mod. Und dann gibt es noch eine dritte Mod, den haben wir bereits vergessen. Worum ging es da? Ach ja, genau, die More-Ops-Mod. Die fügt Kristall, Mithril, also hier die Sachen und die Sachen hinzu. Ja, die drei Mods kann man bei dem Server hinzu. Und wie gesagt, Hauptaugenmerk ist natürlich die Landschaft. Da hinten sieht man auch schon ein paar Palmen, die man sich wählen kann. Ja, gut. Wir werden also erstmal hier wieder als, ja, wieder als Special. Ich hatte zwar eher damals scherzenshalber gemeint mit, wenn ich komme, kommt wieder Special, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade total in dieser Mind-Test. Ich will nur noch Mind-Test spielen die ganze Zeit. Ja, dementsprechend Doom erstmal pausiert, solange bis ich doch wieder Bock habe. Ich spiele ja nicht spiele hier keine Let's Plays, weil ich muss, sondern aus das, was ich gerade möchte, was Lust ist. Heißt also, wie gesagt, wieder ein Special, diesmal mit dem Server. Wir werden neu anfangen, wie man sieht, klar, neues Konto, neues Glück. Dieser Server basiert wieder auf dem V7 Map Generator. Heißt also, die Map dürfte 1:1, ich habe auch den gleichen Seed genommen, glaube ich. Es dürfte also 1:1 der gleiche sein, die gleiche Map sein wie damals halt. Ja. Der Vanilla-Server. So, als allererstes werden wir uns ein bisschen Wasser suchen. Wir können uns hier auch gleich mal ein paar Bäume schlagen, fällt mir gerade ein. Wir sind jetzt außerhalb der Spawning-Area. Das heißt also, der Baum, der steht hier so schön frei. Den klommen wir uns gleich mal. Ja. Ein bisschen Holz, keine Schaden. Na komm. Ach man.
So. Da hinten ist noch Holz. Vollhütte. Packe ich mal hier hin. So. Da. Und da. Da soll es jetzt gewesen. Ah, da oben ist auch noch welches. Ach, fuck. Da, da, da. Und da hinten. Gott, Alter, bei den Blättern sieht man ja kaum was. So, easy. Das ist ja auch noch was. So, easy. Okay. Scheint sich zu lichten. Sehr schön. Wir bekommen auch gleich mal ein paar Samen. Kirschblütensamen. Oh, wie lange ich das vermisst habe. Ist schon arschgeil. So. Okay. Da hinten ist Bambus. Was auch immer man mit dem machen kann. Oh, ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Doch, ein Hühnchen. Doch, nun, genau. Hühnchen. Jetzt war ich gerade schon ein bisschen perplex hier. Fleisch, Fleisch. 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 Feder brauchen wir nicht. So, kommen wir irgendwie rauf? Nee, ne? Doch hier. Hier könnten wir tatsächlich raufkommen. Ja, ansonsten, ich bin gerade echt ein bisschen am Hin- und Her-struggeln, wie ich das mit den Aufnahmen an sich mache, weil zum einen wird ja später, sobald, scheiße, ich komme nicht drauf. Hä, hey, da ist hier was? Ach, wow, das ist über mir. Aha, danke dafür. Zum einen würde ich natürlich, wie gesagt, innerhalb der Woche eigentlich Doom aufnehmen. Das ist auch nach wie vor Plan, klar. Das ist hier zwar jetzt pausiert, es wird aber definitiv, sobald Doom Sigil rauskommt, wird es auch wieder weitergehen mit Doom. Und danach dann mit Back to Saturn X. Beziehungsweise, wenn es noch länger dauert, jetzt, es wird ja wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, wenn ich dann doch erstmal mit Back to Saturn wieder anfange. Ja, nichtsdestotrotz ist jetzt halt die Frage, wie ich das mit dem Vanilla, wie ich das mit den Mindtest-Aufnahmen mache. Oh, da sind so viele Bäume. Alter, sieht das geil aus. Ja. Weil die Sache ist ganz einfach die, ich habe mich so ziemlich in Carpeten und in diesem Mapchen hier verliebt. Und zwar so sehr, dass ich eigentlich auf Vanilla und Mindclone Let's Plays und so mittlerweile fast keinen Bock mehr habe. Ich meine, ich spiele quasi nur noch auf den anderen beiden Servern, also auf dem und den Carpeten Server. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich die anderen Let's Plays abbreche. Oh, man kann ja hier die Blätter durchfallen, da war ja was. Ob ich die anderen beiden Let's Plays abbreche und jetzt mit dem Server und den Carpeten Server ein Let's Play anfange, als dauerhaftes Let's Play. Oder ob ich die zusätzlich mache und dann quasi den Zyklus alle 4 Wochen mache. Also jede Woche eins, was dann halt nicht alle 2 Wochen wechselt, sondern alle 4 Wochen einmal durch die Reihe durch. Ja, ich weiß nicht, wie ich das machen werden soll tun. Auf jeden Fall, diese Woche werde ich es jetzt noch so machen, das hier ist ein Special und danach kommt dann das normale Mindtest-Let's Play, müsste glaube ich dran sein, also mein, Vanilla müsste dran sein, aber kann auch schon durchaus sein, dass ab nächste Woche, wenn ich dann wieder planmäßig Doom aufnehme, dass ich dann auch anfange, nach und nach die beiden Mindtest-Let's Plays, die wir bisher hatten, komplett ja, abzubrechen quasi. Da haben wir mittlerweile schon Häuser gebaut und der einzige, was da noch ist, ist der Tunnel. Wird sowieso so ein langwieriges Projekt. Da können wir auch gleich neu anfangen. ja. Oder ob ich praktisch, wie gesagt, die alten Let's Plays weiterlaufen lasse und den Zyklus der, ja, den Zyklus halt von 2 Wochen auf 4 Wochen verlängere. So. Hier haben wir auch wieder Cherry, Cherry Lady. Oh, Dschungel. Der Dschungel sieht jetzt mehr aus wie der von Minecraft. Mit diesen Dingern hier dran und so. Ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, es gibt viele neue Biome. Die alten blieben weitestgehend erhalten. Die neuen kamen quasi einfach nur hinzu. Und es gibt auch arschgeile Biome. Die Frage ist nur, wo gehen wir jetzt hin? Wow. Einfach mal so Stein. So, easy. Mäppchen repariert. Hier ist Wasser? Lol. Ach ja, wir müssen auch aufpassen. Es gibt hier Treibsand in dem Mäppchen.
Also wird uns wahrscheinlich das gleiche passieren wie Gronkh bei seinem Life in the Woods Let's Play, wo er erstmal schon abgesuckert ist. Wir gehen mal darüber. Die Insel sieht relativ nice aus. So. Wir haben schon 23 Holz. Damit kann man schon einigermaßen was machen. Wir können auch mal so einen Bomb hier abschlachten, ganz ehrlich. Der steht hier gerade so schön einzeln rum. Da denke ich mir so, why not? So, kommt auch alles mal ab hier. Oh, erster Tag im Wald. Yay. Ja, wie gesagt, die Mods alle sind eins zu eins die gleichen. Die drei Mods, die ich erwähnt hatte, kamen halt einfach nur hinzu. Ja. Von daher ist das Spielfeeling auf all meinen Servern weitestgehend das gleiche. Nur halt die Umgebung sieht immer anders aus. Okay, die fallen hier scheinbar nicht ab. Why ever? Ich nehme die trotzdem mal mit. Was mache ich mir damit meine Axt kaputt? Ah ne, geht so tatsächlich schneller mit der Axt. Gut, dann nehme ich mal auch die Axt. Das ist natürlich blöd, dass die Dinger hier bleiben. Erstens weiß ich jetzt schon, dass die ganzen neuen Let's Play, wollte ich gerade schon sagen, die ganzen neuen Spieler, die auf meinen Server kommen, die Dinger mal da lassen. Weswegen die Umwelt dann sehr schnell verschandelt aussehen dürfte. Und vor allen Dingen, wenn man sie mitnehmen möchte, braucht man dafür halt Werkzeug. Was nicht so nett ist. Na gut, wir haben jetzt ein paar. 34. Kann man damit irgendwas machen? Ist eine Weinrebe. What the fuck? Tatsächlich, die kann man auch anpflanzen. Vor dem Pflanzen der Weintrauben auf den Ackerboden stellen. Das ist gar nicht für das hier. Oh, man kann die Dinge auch selber craften. Interessant. Leuchtschnurrebe. Feuerstaub. Was zur Hölle ist. Okay. Nice. Ja, es gab viele Sachen hinzu. Merkt man schon. Übrigens weiß ich nicht, ob ich das in der letzten Woche schon gesagt hatte, ob es da schon aktuell war. Manche Sachen wurden aktualisiert. Sieht man ja unten, die Lebensleistung so sieht jetzt anders aus. Das ist auf allen Servern so. HB Hangar ist veraltet gewesen. Also diese Hotbar Hungermod, die gilt halt als veraltet, weil die kritische Bugs hat. Und der Support, also die Entwicklung, wurde auch eingestellt. Und da hat Wuzi, die Dame, die auch Mindclone 2 entwickelt, die hat auch noch hoffenweise andere Mods entwickelt für Vanilla Mindtest. Unter anderem auch diese neue Hotbar Mod. Und für die auch Hangar Mod und Mana Mod und ich sag Geier was. Wobei die Mana Mod ist glaube ich von jemand anderes, die arbeitet aber mit der Hotbar Mod zusammen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall wurde die erneuert. Und die Mana Mod, die habe ich hinzugefügt, weil es gibt jetzt einen Spiegel. Und zwar ein Spiegel of Remember oder Remember Spiegel, Milbo. Wie heißt das Ding? Spiegel der Rückkehr, Return Mirror. Ach, Return. Okay. Ja, wenn man den benutzt. Man kann hier nicht durchlaufen? Lol. Wisst ihr was? Komm her. Kann ich dich gleich mal mitnehmen. Wenn man den benutzt, also wenn man den im Inventar hat, dann kann man sich irgendwo hinlaufen, hinstellen, Rechtsklick machen. Dann wird die Position gespeichert. Und wenn man dann irgendwo anders hinläuft und dann Linksklick macht, dann teleportiert man sich dahin, wo man die Position zuletzt gespeichert hat. Geiles Feature, aber weil es halt ein bisschen overpowered ist, nutzt dieses Item halt Mana, um praktisch das ein bisschen abzuschwächen. Und ich habe es halt noch mehr abgeschwächt, indem ich die Geschwindigkeit, mit der man Mana bekommt, drastisch runtergestellt habe. Heißt also, oh, das ist ein Dungeon. Heißt also, um den Spiegel, um sich eine Position zu speichern, braucht man seinen halben Mana-Balken und yes, eine Kiste. Und um sich dann zu dieser Stelle hin zu teleportieren, braucht man sogar den gesamten Mana-Balken. Und damit der Mana-Balken sich dann wieder auffüllt, kommt einmal komplett. Oh, nice. Nice. Okay. Warum ist der Server so langsam? What the fuck is going on? Ja, Erde, mal her damit. Komm mal her damit. Ja, und damit sich der... Okay, gut, jetzt.
Und damit sich der Balken einmal komplett auffüllt, braucht man etwas mehr als eine Viertelstunde. Das heißt also, man kann diese Funktion jetzt nicht zigtausendmal hintereinander nutzen, weil das wäre, wie gesagt, total overpowered. Reicht schon, dass es diese Home- und Set-Home-Funktion gibt, die nicht ganz so Survival-konform ist, sage ich jetzt mal. Wie kommen wir wieder raus? Ja, da kann man hoch. Nein, kann man nicht. Doch, kann man. Nein, kann man nicht. Doch, kann man. Yay! Ja, wie gesagt, und dementsprechend, weil die halt auch wieder denn zu overpowered wäre, habe ich sie halt jetzt runtergesetzt. Man sieht ja, Mana bekommt man relativ langsam. Oh, zwei neue Biome. Ja, Ödland mit vertrockneten Bäumen und Pilzbiome. Wobei ich persönlich sagen muss, die Pilzbiome ist das einzige, was mir an der an dem Map ja nicht gefällt. Die sehen irgendwie ein bisschen kacke aus. Zu klobig. Einfach zu klobig. Da kannst du nichts anderes gegen sagen. Ja, so hat jeder seins. Bei Vanilla Mythas mag ich die den Dschungelbiom nicht. Hier mag ich die Pilze nicht. So hat jeder seins. Ach du Kacke. Ja, was war mit Treibsand? Oh mein Gott. Wir müssen. Wo geht der Treibsand? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Können wir ins Wasser? Schnell. Egal, Rede. Yay. Die Frage ist, wo geht der Treibsand? Die gesamte Fläche lang. Och nö. Gut, schwimmen wir einmal außen drum herum. Hier auch noch. Ach, ich gehe direkt drüber. Komm. Digga, willst du mich ficken? Mano! Wie komme ich denn da jetzt? Aha, da ist eine kleine. Ne, da komme ich auch nicht rauf, weil da ein Baumklotz drüber ist. Ach, leck mich doch. Gut, von schwimmen wir halt ein bisschen Wasser lang. Ist ja ohne weiter schlimm. Ist aber schon fies mit dem Treibsand hier. Ich würde gerne da durch. Wie einfach alles Treibsand ist. Halleluja. Vor allen Dingen Treibsand sieht es halt genauso aus wie echter Sand, ne? Also wie normaler Sand. Von daher ist das schon eine ganz schön hardcore Falle, vor allem wenn man krass von einem Monster verfolgt wird. Und so wie ich meinen Test kenne, haben die Monster garantiert kein Problem mehr durchzulaufen, sondern nur wir. Das ist sehr nett. Ödland. Ich mag Ödland. Finde ich nice. So. Hier ist garantiert auch alles Treibsand. Ja. Aber da ist ein Objekt, das uns helfen kann. Haha. Ronny ganz, ganz schlau. Ist eine kleine dumme Sau. Oder so ähnlich. Wir sollten langsam mal hier ein bisschen Nahrung finden. Unsere Sättigung geht nämlich runter. Ja, dann muss ich mein Spiel mal ein bisschen in GIMP öffnen und die Sättigung ein bisschen hochdrehen. Das geht ja so gar nicht. Ja, ihr dürft mich steinigen. Ich denke, kann ich hier von oben ein bisschen was mitnehmen. Ich schätze mal, das Zeug brennt gut. Holz kann man ja immer mal gebrauchen. Aber wenn ich schon so eine Stöcke Eisen rumstehen. Siehst du, von den Dingern müsste ich mal ein paar direkt am Spawn aufstellen, damit die ganzen neuen Spieler, die immer hier nur die Baumstämme klauen, hier auch Baumstämme klauen können, ohne gleich irgendwelche ja, Baumkronen zu hinterlassen. Aus dem Holz kann man Holz. Ach, daraus kann man gar keine Bretter bauen. Halleluja. Scheiße. Verbrannter Baum. Okay. Okay. Na gut, wir lassen das erstmal so als direkt als Baumblöcke. Ja, okay, jetzt kann man auch benutzen, Fackeln zu machen. Sehr nice, da können wir direkt Fackeln bauen. Geil.
Ja, okay. Heißt also normalerweise normale Baumstämme muss man erstmal backen, damit man daraus Holzkohle bekommt. Und ja, den kann man halt direkt umwandeln. Was geil ist. Was echt geil ist. Cool. Haben wir ja direkt Kohlevorrat hier. Okay, erstmal alles mitnehmen. Why not? Ach, schade. Wird das wieder Treibsand? Nee, ist mir zu unsicher. Ich gehe außen drum herum. Wobei, wenn es hier eigentlich so eine verdorrte Gegend ist, dann dürfte da unten ja eigentlich kein Treibsand sein, ne? Weil Treibsand ist ja nur bei feuchten Gegenden. Bei sehr feuchten Gegenden. Ist hier eine Höhle drunter? Nee. Scheiße, hier ist eine Höhle. Ah, da komme ich rüber. Oder? Nee, komme ich nicht rüber. Ich könnte ja mal probieren. Müsste klappen. Nee, ich könnte kommen. Boah, Alter. Okay. Dazu schon eine Stürze in die Tiefe und breche mir alle Genicke, wollte ich gerade sagen. Weil der Mensch auch mehrere Genicke hat. Gibt es für das Wort Genick überhaupt eine Mehrzahl? Genicke? Klingt irgendwie falsch, ich weiß nicht. Ey, habe ich Genicke gekauft? Mit die Mediamarkt. Wenn man das Wort Mediamarkt im eBay kombinieren möchte, Alter. So, damit haben wir schon mal kein Problem zu beleuchten. Ja, wobei beleuchten brauchen wir ja nicht. Die Zeit steht ja still. Um. Au! Ich verletze auch einen Arzt. Übrigens hat der Carpeten-Server auch schon den ersten aktiven Spieler. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber der nette Herr Lupercus, du seist gegrüßt. Er hat schon eine kleine Villa für sich da gebaut, also so Häuschen. Und das sieht ultra nice aus, ultra geil. Vor allem der Garten, den er gemacht hat, extrem kreativ. Und er hat sich sogar dazu bereit erklärt, für mir extra auf dem Server ein Spawnpoint zu bauen. Ich habe mich verliebt. Ich werde schwul. Wobei, ist er eigentlich ein Junge? Ich weiß gar nicht. Müsste ein Junge sein, vom Namen her? Klingt wie ein Jungsname. Kann natürlich auch sein, dass es ein Mädchen ist, ne? So, den Baum nehme ich da auch noch runter und dann was aber erstmal, dann gehe ich mal wieder weiter. Ich meine, Holz kriegen wir aus dem sowieso nicht. Alles, was wir aus dem rausbekommen, ist Holzkohle und dafür brauchen wir nicht so viel. Vor allen Dingen ist das ja nicht das einzige Biom, es gibt ja noch andere Biome. Von daher schlage ich die Dinger auch nochmal ab. Einfach weil die mir jetzt gerade im Weg stehen. Und dann verschwinde ich. So, und dann gehen wir mal da oben rauf auf den Berg. Mal gucken, wie es da ist. Wir suchen ja immer noch eine kleine Bleibe. Und was ich mir überlegt habe, wir werden es auf jeden Fall so machen, dass wir mit dem Server hier, da werden wir so ein bisschen Wanderer spielen. Heißt also, da werden wir uns nicht allzu. Nee, andersrum. Bei dem Server werden wir uns eine richtig schöne große Bleibe bauen, richtig schön mit Garten und vielleicht sogar von mehreren Häusern, so Schuppen und Werkstatt und dieser Geier was alles. Scheiße, ich wollte darauf. Ruf da. Geht doch. Die ersten Blumen. Und mit dem Carpeten Map Generator Server. Mit dem Carpeten Server. Ich weiß, das ist garantiert falsch ausgesprochen. Leckt mich. Da werden wir eher so auf der Wanderer tun und eher so ein bisschen mobil bleiben. Da haben wir so auch schon so eine Hütte angefangen. Die werde ich aber nicht weiter ausbauen, sondern werde dann halt das nehmen erstmal also als Hotspot und werde dann aber ein bisschen weiter rumlaufen und werden wir uns ein paar kleinere Niederlassungen über die gesamte Map verteilt bauen, während wir hier uns wirklich eine Fläche suchen, wo es schön ist und wir uns niederlassen können. So, was ist das? Das ist wilde Zwiebel. Geil. Kann ich mir Hackepeter machen? Geilomato, gleich mal das mitnehmen. Zwiebeln ist immer geil. So. Was bist du? Grüne Bohnen. Wer kauft denn sowas? Vor allem, wer kauft denn sowas? So, eins kannst du wieder. Hä? Ah, warte mal ganz kurz. Ah, hä, nee, doch nicht. Ich dachte, man kriegt daraus auch Samen. Wie kann man die denn wieder einpflanzen?
Oh, mit Suppengrün. Bohnenstange von den Pflanzenverbunden auf den Erker. Oh, ja, okay. Halt, also man kann die. Gut, wir brauchen also haufenweise Werkzeuge. Gerüste, merke ich schon. Ja. So, wir nehmen uns auch noch ein bisschen Gras mit, weil wir brauchen natürlich auch Getreide. Getreide ist nach wie vor das Wichtigste, ist Grundnahrungsmittel halt einfach. Apropos Getreide und Brot. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Hier drückt das. Ist hier ein Dungeon? Ich hatte ja schon ein paar Ausbildungen. Sorry, wenn ich nicht weiß, was das hier heißt. Oatseed. Was ist bitte schon Oat? Okay, einfach mal anpflanzen. Mal gucken. Wir brauchen auch unbedingt bald mal Backpack. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Und in der Einausbildung. Achso, hier ist ja direkt ein Eingang. Sag das doch gleich. Und in der Einausbildung. Nee, das war ein Praktikum. Da hatte ich. Also, da war ein Praktikum in der Autowerkstatt. Kann ich euch nicht empfehlen. Und da war einer. Yes! Da war einer, der hat echt als Verpflegung für die Arbeit nichts anderes gegessen als rohe Zwiebeln. Wir brauchen ein Backpack. Sand kann ich mal hier lassen. Blätter. Ach komm, erstmal hier ein bisschen entrümpeln. Das Ding ist jetzt schon voll. Hä? Hat er nicht. Achso, habe ich manuell reingeschoben wahrscheinlich. Krass, ich wollte eigentlich Samen haben. Na gut. Ja, und wie gesagt, der hat einfach rohe Zwiebeln gegessen. Den ganzen, also jeden Tag als Mittag hat er bei uns auf der Arbeit, bei meinem Praktikum, einfach nur rohe Zwiebeln gegessen. Ab und zu noch eine trockene Stulle. Also kennt ihr schon hier Ostberliner Stulle, also so ein Bolzen. Und hat es denn einfach sich genüsslich gemacht, wollte ich gerade sagen. Passt mir nicht so ganz. Ja, hat genossen. Weil er ist in einer Genossenschaft. Noch eine neue Baumsorte. Mhm. Alter, ich will alles probieren hier, aber unser Inventar ist jetzt schon wieder fast voll. Kacke. Aha, das dürften Strawberries sein, also blaue Beeren. Genau, Blaubeeren, meine ich doch, leck mich. Gott, Alter. Davor habe ich mich bei der Mod am meisten gefürchtet. Einfach, jetzt haben wir das gleiche Problem, wie der nette Herr Gronkh immer hat. Das ganze Inventar ist voll. Und wir haben noch keine Möglichkeit, Backpacks zu bauen. Ich glaube, wir bauen uns doch mal erstmal so eine kleine Niederlasse irgendwo, damit wir erstmal ein bisschen Weizen anpflanzen können, Baumwolle. Damit wir uns schleunigst hier, ne, wisst ihr schon. Rucksäcke bauen können. Alter, so viel von allem. Das ist so schön. Und ich liebe es einfach, diese. Guckt mal, wie das aussieht. Okay, jetzt sieht man hier gar nichts mehr. Ein Bär. Ja, hier, dicker Aussicht. Kann ich darauf? Nee. Blätter sind leider immer durchlaufbar. So. Guckt euch einfach mal an, wie das aussieht. Digga. Das nenne ich einen Server. Nice. Okay, mal ein bisschen runterstrom hier. So, idealo. So. Okay, nächste Reise geht dann hier weiter runter wieder. Und dann werden wir uns, wie gesagt, gleich mal irgendwo eine temporäre Bleibe suchen und uns da erstmal niederlassen. Damit wir ein paar Backpacks züchten können. Das dauert ja bekanntlich relativ lange, leider. ja. Oh, Alter, so viele Zwiebeln hier. Was bist du? Ah, Rhabarber. Himbeeren und Blaubeeren. Das ist geil. So, die passen ja thematisch zusammen. Digga, Alter, wir haben einfach schon Mesekristall gefunden.
Gleich in der allerersten Folge. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es hackt. Okay, wir gehen einfach mal dahin zu dem anderen Berg. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Da haben wir zumindest eine brauchbare Aussicht. Da hinten fliegt eine Baumkrone. Ah, jetzt kommt der Rest. Ich dachte schon. Digga, was für ein Berg. Ach so, okay, geht doch noch weiter. Ich dachte schon, es ist einfach so eine Nadel im Heuhaufen, die da hochsticht. Das sah gerade ein bisschen seltsam aus. Ah, hier steht ein Einzelner von diesen komischen Bäumen. Dann bin ich mir mal so frei und klopp den auch ab. Because I can. Dankeschön. Neue Frucht, schon wieder. Ich bin voll. Ich bin fast voll. Birkensetzling, okay. Kennen wir bereits. Was war das, was ich gerade abgesehen habe? Kaffeebohnen. Verfickte Kaffeebohnen. Digga. Jetzt brauche ich nur noch Kakao und dann ist mein Leben glücklich. Dann können wir schön frisches Brot backen und zu dem Brot schön Cappuccino. Egal. So muss das Leben sein. Okay. Oha. Ist sehr sportlerfreundlich hier. Nice. Nice, gefällt mir. Da muss ich einmal runterspringen. Und sterben. Oh, wo sterben denn? Das ist ein totes Biom. Gut, wir gehen mal in die Richtung hier weiter. Sieht interessanter aus. Ich weiß nicht warum. Achso, Leute, hier ist Stein. Ja, komm. Stein kann man immer mal gebrauchen. Wir müssen uns ja auch noch einen Ofen craften, zum Beispiel. Und die Steinwerk... Oh, achso. Die Eisenwerkzeuge halten ja auch nur für Ewigkeiten. Heißt also, wir brauchen sowieso bald eigene Werkzeuge. Und was bietet sich da besser an als Gestein? So, kappe ich hier mal ein bisschen ab. Aber gleich mal, haben wir gleich mal ein bisschen Sand und anderes Zeug. Oder mache ich gleich mal eine Aufnahmepause. Halbe Stunde ist schon rum. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Ups, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Spaß.